Als ich von den Gerüchten am Hof erfuhr, entließ ich einen Großteil der Höflinge und besetzte ihre Stellen. Mit Freunden, die ich als besser geeignet empfand. Das Ergebnis war, dass ich mir immer mehr Feinde schuf. Nach dem Tod Königs Ludwigs folgte im Mai 1774 die Amtszeit von Louis Auguste. Zu dieser Zeit verlor ich jeglichen Bezug zu Geld. Ich gab Unmengen an Geld für Mode und ausgefallene Frisuren aus, während die einfachen Franzosen immer ärmer wurden und anfingen zu hungern. Das Volk fing immer mehr an, mich zu verachten. Als die einfachen Menschen endgültig genug von der Ausbeutung seitens des Adels hatten, brach 1789 die Französische Revolution aus. Sie wollten das Ständesystem abschaffen und eine Demokratie einführen. Ich musste mit meiner Familie nach Paris umziehen und lebte dort unter ständiger Beobachtung. Mir gelang jedoch heimlich der Briefverkehr mit meinem Bruder, Kaiser Leopold II.